Moin meine lieben Leute, natürlich seid ihr auch wieder herzlich mit dabei bei Wolfenstein 2, The New Sie Colossus und hinrichten, Sie Super werden die Smash ganze hilft Farce uns hier weltweit gerade im in einer Fernsehen sehr bringen. schwierigen Angelegenheit. Der Scheiß wird aber so nicht laufen, da wir Sie verdammt nochmal hier rausholen werden, und zwar jetzt. Der Plan mag riskant sein, denn die Sicherheitsvorkehrungen sind extrem, aber wir müssen's wagen. Okay? Echt? Oh ja. Unglaublich, was ich alles tun musste, um hier reinzukommen, obwohl ich Ihr verfickter Anwalt bin. Ich bin wirklich angepisst. Aber hey, ich werde so tun, als hätten sie mich angegriffen. Und wenn die Kackwache reinkommt und sie sucht, schleiche ich mich an und ramme ihm das kleine Schätzchen hier direkt in den Schädel. Ich nehme seine Schlüssel und seine Waffe und dann rolle ich sie zum Aufzug. Niete alles um, was unterwegs auftaucht. Dann runter zur Garage, wo Bombarde, Anja und die anderen mit dem Fluchtwagen warten. Okay? Bereit? Möge die Freakshow beginnen. Scheiße. Das tut so weh. Da. Sie haben ja keine Ahnung. Nehmen wir Ihnen das Scheißding ab. Okay. Sobald wir draußen sind, kommt die Verfolgungsjagd. Ein Kugelhagel. Die haben verdammte Panzer. Wir aber haben ein Ass im Ärmel. Okay, ich weiß jetzt irgendwie Wenn wir nicht, ob so ich weit da kommen, wirklich sagen muss, so. schaffen wir es. Bitte mach jetzt nichts Dummes, ja? Schwierig wird der Weg zu der Garage. Hilfe! Machen Sie die Tür auf! Er hat mich angegriffen, Mann! Hat mir die Nase gebrochen, ist dann durch diese Tür entkommen! Dieser verdammte Terrorbilly, er läuft frei herum! Zurück! Und er hatte Hilfe! Sie kamen durch diese Tür und haben ihn geholt! Das war ein Außerirdischer, Mann! Sie sollten vorsprechen und zum Film gehen. Guter Schuss, General. Der zuckt noch. Idiot. Der war schon tot, als er das Gebäude betreten hat. Tapferer kleiner Liebling, ich bin dein, du bist mein. Liebling, du lieblich. Mund aufmachen. Los. Aufmachen. Genau so. Wie schmeckt das? Wie schmeckt Schießpulver der Kugel, die ihren Freund getötet hat? Wie fühlt sich das an? Magst du den Geschmack? Ist das eine Perverse? Hören Sie das? Das ist meine Truppe, die ihre Freunde in der Garage angreift. Sie langweilen mich. Ich werde jetzt dort unten meinen Spaß haben. Anja. Meine Familie. Fuck. Wochen vergehen. Oder mehr. Ich schwinde dahin. Und ich bete für das Ende. Wegen Diebstahls, Zerstörung diversen Eigentums. Jetzt sind wir wirklich vor Unterstützung des Gericht. Feindes. Folter, Terrorismus mit Atomwaffen im In- und Ausland, Hochverrat und grausamer Morde in tausenden Fällen. Wurden Sie schuldig gesprochen, William Joseph Blazkowicz? Selbst Männer wie ich blicken dem wahren Bösen nur selten ins Antlitz. Und es schmerzt mich, dass ich Sie nur zu etwas so Banalem wie der Todesstrafe verurteilen kann. Tod, Herr Blazkowicz. Der schnelle, reine Tod. Ach du Heilige. Gerichtsdiener.
komm schon. Ja. Oh ja. Jetzt sind wir wieder zurück. Nein! Ach, das gibt's nicht. Echt jetzt? Auf jeden Fall sind wir jetzt zurück und hauen die weg. Ach, das gibt's doch nicht. Wie wenig Leben kann ich noch haben? Ich verstehe es einfach nicht. Oh, jedes Mal dasselbe Tisch, Alter. Jedes Mal dasselbe Tisch. Was? Alter, ist das ein Abfuck. Oh, nicht schon wieder derselbe Tisch. Nicht schon wieder dasselbe Tisch. Alter, und dann hängt's noch. Also ich sag's mal so, man merkt mir schon an, oder, dass ich langsam echt angepisst bin hier. Alter, ohne Scheiß, hier kommst du ja fast gar nicht mehr durch. Oh! Alter, wie soll ich das schaffen? Ohne Witz, willst du das schaffen? Egal wie viel Leben ich jetzt hier hole, ja? So, komm jetzt. Komm jetzt. Weg. So. Den haben wir, oder? Endlich mal. So. Alter, das ist jedes Mal von hinten. Jedes Mal. Ich glaube, ich würde sagen, hier an dieser Stelle mache ich einfach eine kurze Pause und konzentriere mich kurz, dass es mal klappt. So, liebe Leute, ich bin auch wieder zurück. Ich habe mich gerade ein bisschen durchgekämpft von da unten. Ah, shit. Oh. Ich erhoffe mir gerade, dass ich hier nicht sterbe täglich. Also, ohne Witz. Es war jetzt gerade mehr als ein Anlauf, also es ist gut, dass ich hier erstmal einen kleinen Cut gemacht habe. Das hat auch einen kleinen Spielstandspeicher, sag ich jetzt mal. So. Jetzt kommen wir alle nach gerade, wo die Türen hat sich erstmal mit einer gewissen Zeit mal hier geöffnet, ey. Es kommt immer mehr und immer mehr, das ist so abnormal. Ohne Scheiß, Leute. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich hier eigentlich noch durchkommen soll.
wenn ich ehrlich bin. Ich habe so keine Ahnung. Jetzt habe ich mal wieder ein Munitionslager gefunden, wo ich mal ein bisschen plündern konnte, aber... Fuck, 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 fuck. Es tut mir leid, falls ich ein bisschen leise bin gerade, aber ich möchte nicht nochmal da unten starten, wenn ich ehrlich bin. So. Und wenn ja, dann bin ich sowas von angepisst, ohne Scheiß. Boah, okay. So. Oh, da unten noch, da unten. Ich glaub's einfach nicht. Ich glaub's einfach nicht. Wisst ihr, das ist das, was ich meine. Du hast irgendwann nur noch Probleme hier. Nur noch. So. Oh, Speicherstand, endlich, meine Güte. Oh, was schwierig, ey. Ohne Witz, das ist brutal jetzt gewesen. Mama? What the fuck? Oh, mein Sohn. Ich dachte, ich hätte dich verloren. Dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Oh, Billy. Im Leben passiert so viel Unerwartetes. Fröhliche Dinge. Und Dinge, die einem das Herz brechen. Ich war nicht da, als es nötig war. Ich ließ dich im Stich. Es tat so weh, Billy. Als du gingst, war es, als würde man mir das Herz rausreißen. Aber alle Not endet auch wieder. Weißt du das? Vieles davon ist unvermeidlich. Ich musste da bleiben, damit du gehen konntest. Und jetzt hast du Probleme. Mach dir keine Sorgen. Meine Probleme sind vorbei, mein Sohn. Ich will da nicht mehr rausgehen. Ich kann das nicht mehr. Du bist stark, Billy. Wir sind Überlebenskünstler. Wir kämpfen auch dann, wenn wir nicht wissen, wie. Du bist eben mein Sohn. Ich bekomme Zwillinge, Mama. Noch nicht geboren. Ich will sie sehen. Ich will, dass du sie siehst. Du fehlst mir. Wir werden zusammen sein. Bald. Du musst nur noch eine letzte Prüfung bestehen. Rechts, Dina! Was? Warmer Was? Der Tagträume. Gestohlen von kalten Winden. Was? In Wirklichkeit. Bürger des glorreichen Germaniens, dies ist ein Tag zum Feiern. Vor einer Woche haben unsere tapferen Truppen William Joseph Lefkowitz festgenommen. Im Rahmen einer Razzia fand man ihn in einem Bauernhaus außerhalb von Dallas. Mit einem schnellen Einsatz ohne Todesopfer. Und jetzt erfährt dieser gefährliche Kriminelle die Gerechtigkeit, die er zahllos Opfer verwehrt hat. Wir werden nicht nachgeben! Bis der Krieg gewonnen ist!
Wir wären ein Traumpaar gewesen. Liebster, sie brechen mir das Herz. Die Alten und Schwachen sind verdammt. Du Widerliche, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Was? 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 Nein! Seien Sie bereit. Wir haben weniger als 7 Sekunden. Achtung. Fertig. Max, bombardieren! Jetzt! Anja, jetzt! Schnell! Wir haben nur 3 Sekunden. Wir müssen unbedingt wieder Blut in sein Gehirn kriegen. Sonst stirbt er. Lebt er noch? Antworten Sie, lebt er noch? Ich fürchte, es ist zu spät. Oh nein! Nein! Gehirnaktivität! Was? Ja! Er lebt! Sie sind ein verdammtes Genie, Fred, wissen Sie das? Max hat... Max hat recht. Wir sollten verschwinden. Ist er bereit für den Transport? Oh Gott, er ist tot. Scheiße, das will ich. Da! Da! Er ist wach! Dieser verdammte Glückspilz! Der einzige Kerl auf dem Planeten, der es überlebt, geköpft zu werden! Herr Blaskovic, können Sie mich hören? Ah, gut, also Folgendes. Vor einiger Zeit hat Caroline diesen neuesten, biotechnisch erstellten Maschinensoldatenkörper erbeutet. Sehr, sehr beeindruckendes Exemplar. Anja, zeigen wir es Ihnen. Gut, William. Seth wird das hier anbringen und verbindet so den Kopf mit deinem neuen Körper. Anja. Bitte, ich bin nicht mit der Jungen. Meine Familie. Also, das ist seltene Kampfausrüstung für Maschinensoldaten, die wir im Einsatz bergen konnten. Nichts davon funktioniert. Aber... ich habe genug Material, um eines der Geräte zu reparieren. Sie müssen entscheiden, welches Sie nehmen. Zwinkern Sie einmal für das hier, zweimal für das in der Mitte und dreimal für das dort drüben. Komprimieren deinen Oberkörper und ermöglichen dir so, schmalere Räume zu durchqueren, während sie... ich mal erstmal hier mal wieder mich sichtbar. Während du sie benutzt, kannst du jeder noch atmen. Bei der Benutzung erleidest du Schaden und stirbst schließlich aufgrund von Sauerstoffmangel. Engere Räume. Die Python-Gurte aktivieren sie automatisch, wenn sie blablabla. Donnerfäuste. Ein metallenes Verstärkungsgestell, das dein Armgelenke und Ellenbogen, Schultern stabilisiert. Mit den Donnerfäusten kannst du diese Hindernisse wegrammen, Türen und Kisten zerschlagen und Gegner niederschlagen. Die Donnerfäuste aktivieren sich beim Sprinten. Schlachtenläufer. Ein mechanisches Aktuatorsystem, das an deinem Bein montiert und bei Bedarf aktiviert wird. Sobald es aktiviert wird, fahren mechanische Stützen aus, sodass du neue Bereiche erreichen, vertikale Deckung nutzen und andere taktische, vorteilhafte Positionen einnehmen kannst. Aha.
Ich glaube, ich nehme eher das in der Mitte, die Donnerfäuste. Ich komme gerade. Okay, Junge, dann mal an die Arbeit. Ich sediere sie jetzt. Bis gleich. So baff. Ohne Scheiß. William. Ist das real? Oder bin ich im Himmel? Seth! Seth! Ich bin wach, ich schlafe nicht. Ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie fühlen Sie sich, Herr Bleskowitsch? Können Sie sich bewegen? Ja, Sie können es. Zeigen Sie es uns. Zeigen Sie es uns. Ich fühle mich stark. Erinnern Sie sich an Ihren Namen, daran, was Sie in den letzten 2 Jahren getan haben? Außer Regimesoldaten töten. Wenn du nochmal stirbst, William, dann erschlage ich dich. Komm, ich habe was zum Anziehen. Schicken Sie ihn zu mir, wenn Sie fertig sind. Mhm. Hast du das gesehen, Kätzchen? Hast du das? Hast du das? Riese! Ach du heilige Scheiße. Herr Bleskowitsch! Wie sehe ich aus? Wie ein neuer Mann, mein Junge, wie ein neuer Mann. Ich freue mich, dass Sie wieder da sind. Also, das hier, das hat Shoshanna auch. Nein, 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 nein. Das verbindet Ihren Kopf mit dem Körper. Sehr, sehr wichtig, nicht daran rumzuspielen. Also, es kann vorkommen, dass Sie ein Kribbeln spüren. Keine Sorge, ist ganz normal. Aber sagen Sie Bescheid, wenn irgendetwas passiert, wenn zum Beispiel Ihr Kopf den neuen Körper abstößt. Sowas in der Art. Max! 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 Das will ich auch, Max. Maxchen. Maxchen. Also. Ich habe das Gefühl, so, aber ich würde sagen, hier an dieser Stelle, oh, Erfolg freigeschaltet mit gestehtem Körper, erhalte einen neuen Körper. Ich bin ehrlich gesagt so komplett geflasht, dass ich mir gerade denke, so viel wie, ich dachte gerade erst, das Spiel wäre vorbei. Ich dachte, es wäre vorbei. Okay, was war das? Okay, ist die Technik auch schon kaputt? Also, wir sehen uns erst wieder in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.